Goldene Karotten sind die beste Nahrung in Minecraft. Das habt ihr doch bestimmt schon öfter gehört, oder? Tatsächlich will ich euch aber in diesem Video zeigen, warum genau das nicht der Fall ist. Zuerst aber eine kurze Erklärung. Es gibt neben den sichtbaren Hungerbalken noch die unsichtbare Sättigungszählung. Durch Rennen, Springen oder ähnliches wird zuerst die Sättigungsleiste aufgebraucht und danach erst die sichtbare Hungerleiste. Der Maximalwert der Sättigung ist genauso hoch wie der der aktuellen Hungerpunkte, kann also maximal 20 betragen. Wenn die Sättigung leer ist, verliert man bei weiterem Sprinten oder Springen einen Hungerpunkt. Wie man auf dem Minecraft-Wiki sieht, bekommt man durch goldene Karotten 14,4 Sättigung und zum Beispiel durch Steak oder Schwein 12,8. Der Unterschied ist also nicht besonders groß, so wie zwischen Fleisch und gebratenen Kartoffeln. Tatsächlich bekommen die beiden Fleischsorten sogar eine höhere effektive Qualität, weil sie ja auch mehr Hungerpunkte nachfüllen. Aber jetzt mal unabhängig von den Details. Es ist ja sehr viel einfacher, Steaks oder Schweinefleisch zu bekommen, als goldene Karotten. Vor allem am Anfang des Spiels. Aber auch zum Beispiel mit einem Cowcrusher lassen sich total einfach Kühe züchten und die Menge an Fleisch ist auch nicht besonders niedrig. Denn am Ende braucht man für goldene Karotten viel Gold. Wenn ihr eine automatische Karotten- und vielleicht eine Goldfarm habt, ist das kein großes Problem. Aber ansonsten... Weiß ich nicht, Digga. Aber am Ende lässt sich gegrilltes Schweinefleisch trotzdem extrem viel einfacher automatisch farmen als Karotten und Gold. Zum Beispiel mit einer Hoglin-Farm, wie ihr sie hier seht, die ziemlich einfach zu bauen ist und extrem viel Schweinefleisch produziert. Und als kleiner Bonus bekommt man noch Leder. Das ist am Ende aber nur meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir das gerne in die Kommentare, da können wir diskutieren. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie man die Farmen aus diesem Video baut, dann schaut in der Beschreibung nach, dort habe ich die alle mal verlinkt.